Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie gut, dass die FDP in dieser Frage ideologisch überhaupt nicht festgelegt ist. Aber was ich eine absolute Missachtung finde, dass die Reihen der Fraktion, die uns den Verkauf unseres Klinikums eingebrockt haben, bei dieser Debatte völlig leer sind. Das ist eine Missachtung der Sorgen und Nöte der Beschäftigten. Ich beginne mit zwei Zitaten. Fehlorganisation, bekannte Situation, Betreuung von zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig, keine Hilfe beim Lagern der Patienten möglich, keine Pausen möglich, unzumutbare Zustände, hygienische Maßnahmen können nicht eingehalten werden. Zweitens. Situationsbeschreibung, Überlastungssituation aufgrund von 10 komplett zu versorgenden Patienten. Bei allen wurde ausschließlich darauf geachtet, dass niemand länger als 30 Minuten in seinem eigenen Stuhlgang und/oder Urin liegen musste. Kein Patient erhielt Unterstützung bei der Körperpflege. Es wurde sich lediglich um akute Probleme gekümmert. So, meine Damen und Herren, beschreiben Kolleginnen und Kollegen am UKGM in Überlastungsanzeigen ihren Arbeitsalltag. Diese Zustände an unserem mittelhessischen Klinikum, für das auch das Land Hessen Verantwortung trägt, diese Zustände sind völlig inakzeptabel. Und diese und weitere Überlastungsanzeigen sind auch kein Geheimnis. Der Gießener Betriebsrat hat sich vor einigen Wochen zu Wort gemeldet. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende beschreibt die Situation wie folgt. Die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, dass viele Bewerberinnen und Bewerber entweder gar nicht erst zu uns kommen oder nach kurzer Zeit wieder gehen. Ich möchte hier keinen Klinikbereich besonders hervorheben. Der Pflegenotstand ist breit gefächert. Alle Bereiche sind betroffen. So schlimm wie derzeit war es noch nie. Der Alltag ist kaum zu bewältigen. Und da frage ich doch die Vertreterinnen und Vertreter der GRÜNEN, was erlauben Sie sich eigentlich, diese verzweifelten Hilferufe der demokratisch gewählten Vertreter der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft als Notstandsrhetorik zu verunglimpfen? Was fällt Ihnen eigentlich ein, so mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen, die tagtäglich unter den schlechten Rahmenbedingungen, die auch Sie politisch mit zu verantworten haben, die ihr Bestes geben, um sich um die Patienten zu kümmern, so zu verunglimpfen? Und ich frage mich, wie kann es sein, dass die Landesregierung und die zuständige Ministerin Angela Dorn im Lichte dieser Hilferufe allein auf die Informationen eines Aktienkonzerns vertraut und danach öffentlich erklärt, sie habe keinen Anlass, an diesen Angaben zu zweifeln. Bei solchen Verlautbarungen der Regierung und der Ministerin, ja, da fange ich an Ihnen zu zweifeln, wenn nicht sogar zu verzweifeln. Deswegen fordern wir Sie auf, nehmen Sie die Sorgen und Nöte der Beschäftigten endlich ernst. Fakt ist, in Gießen wurden wegen Personalmangel zeitweise 3 Stationen geschlossen. Die Zahl der Überlastungsanzeigen ist gestiegen. Kaum einer der Überlastungsanzeigen kommt es zu Abschlussberichten. Die Zahl der Überstunden beläuft sich auf 145.000. Fast 10% der Beschäftigten fallen für längeren Zeitraum krankheitsbedingt aus. Und der von der Geschäftsführung behauptete Stellenaufbau wird hauptsächlich durch Leiharbeit und Überstundenanrechnung sowie Bereitschaftsdienste realisiert. Aber all das erfährt man natürlich nicht, wenn man sich nur einseitig auf die Beschönigung eines Aktienkonzerns verlässt, anstatt den Dialog mit den Beschäftigten zu führen. Eine weitere Gelegenheit, diesen Dialog zu führen, die haben Sie auch verpasst und sogar abgelehnt, indem Sie nämlich den von SPD und LINKEN beantragte Anhörung zur Bilanz der Privatisierung abgelehnt haben. Dort hätten Sie sich auch jenseits der Konzernführung informieren können. Eines macht doch dieser gesamte Notstand klar. Die aktuelle Lage bestätigt eine alte Erkenntnis. Die Privatisierung unseres Klinikums durch Roland Koch und die hessische CDU war, ist und bleibt ein großer Fehler, der rückgängig gemacht gehört. Das Land Hessen hält immerhin 5% der Anteile am Klinikum
und darf sich deswegen nicht länger einen schlanken Fuß machen. Das Land muss Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen. Und deswegen frage ich Sie, wann haben Sie denn zum letzten Mal eine Gesellschafterversammlung einberufen? Das wäre eine konkrete Möglichkeit, um Einfluss zu nehmen. Ministerin Dorn verweist auf den Letter of Intent, eine substanzlose Vereinbarung, die sie aus der Opposition heraus noch kritisiert hat. Sie freut sich, Herr Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Sie freut sich über Investitionen, die der Konzern zugesagt hat, die eigentlich schon bei der Privatisierung vereinbart waren. Ich komme zum Schluss. Ende dieses Jahres läuft die Change of Control-Klausel aus. Deswegen ist es endlich an der Zeit, dass das Land Hessen Verantwortung übernimmt für die Beschäftigten und nach Wegen sucht, dieses Klinikum wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen, so wie es viele Menschen in der Region auch von Seiten der GRÜNEN fordern. Vielen Dank.